Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Astrofotografie, zu einem weiteren Astrovlog. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es heute bitterkalt, deswegen bin ich auch so warm angezogen. Ich bin jetzt wieder an dem Ort, wo das Windrad steht, allerdings nicht direkt neben dem Windrad wie letztes Mal, sondern bei so einer Parkeinbuchtung. Das ist eigentlich ein Wendeplatz für LKWs. Eigentlich darf man hier gar nicht parken, aber ich hoffe mal, dass das heute nicht stört. Beim Windrad konnte man leider nicht reinfahren, weil da ziemlich hoch Schnee liegt, ungefähr so wie hier. Und das will ich nicht riskieren mit dem Auto. Nachher komme ich nicht mehr raus und dann habe ich ein Problem mitten in der Nacht. Und hier war es wenigstens einigermaßen gebahnt, deswegen konnte ich hier gut parken. Ich werde jetzt direkt anfangen, das Teleskop aufzubauen, bevor die Sonne untergeht, weil um diese Jahreszeit wird es extrem schnell dunkel. Und ich würde gerne fertig sein, bevor das heutige Ziel aufgeht, beziehungsweise bevor es dunkel genug ist, um das Ziel zu fotografieren. Denn heute fotografieren wir den Embryonebel. Der Embryonebel ist ein aktives Sternenentstehungsgebiet und er geht nachher ungefähr in die Richtung da auf. Und ich hoffe, dass heute alles klappt, dass es nicht zu kalt wird und dass die Wolken da drüben, denn da sind ein paar Schleierwolken, nicht hierher kommen und dass wir heute gut fotografieren können. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Astrovlog. Okay, also wie ihr sehen könnt, haben ich und Erik uns entschieden. Achso, ja, Erik ist dabei, das habe ich glaube noch gar nicht gesagt. Der war ja schon mal dabei mit seinem Teleskop. Das heißt, ich bin hier heute nicht allein, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, wir haben uns entschieden, die Teleskope hier vor den Bäumen aufzubauen. Das Problem ist nur, dass hier Schnee ist. Das haben wir jetzt aber weggemacht. Ihr seht schon, Erik hat es besser gemacht als ich. Und ja, wir bauen jetzt mal die Teleskope auf. Die Sonne ist schon hinterm Horizont verschwunden. Der Sonnenuntergang sieht mega aus. Erik hat ein paar Fotos gemacht, vielleicht schickt er mir ja ein paar, die kann ich dann vielleicht zeigen im Video. Genau. Ja, wir sind gerade nicht sicher, ob wir es in die richtige Richtung aufbauen. Und nicht, dass es so ist wie beim letzten Video mit dem Helixnebel, wo ich mein Teleskop aufgebaut habe und später bemerkt habe, dass es in die falsche Richtung zeigt. Deswegen gucken wir jetzt, wenn ich meinen Reißverschluss heute noch aufkriege, gucken wir mit dem Handy, wo der Polarstern ist. Also wo halt Norden ist. Weil der Polarstern ist ja immer im Norden. Das heißt, wir können unsere Teleskope dann Richtung Norden ausrichten. Ich hoffe, dass mein Handy nicht ausgeht. Als ich vor kurzem bei minus 10 Grad draußen war, ist mein Handy einfach ausgegangen. Obwohl es noch 80% Akku hatte und ist dann einfach nicht mehr angegangen. Ich hoffe, dass es heute nicht passiert. Ich habe auch jetzt ein neues Tablet übrigens und ich hoffe auch, dass es mit dem nicht passiert. Also es ist halt ein bisschen Risiko. So, wir haben zu weit rechts aufgebaut. Zu weit nach rechts. Wir müssen in diese Richtung aufbauen. Dann müssen wir ein bisschen rum. Das Verschluss geht mir auch nicht. Komm schon. Ja, dann bleibt er halt offen. Solange es nur der Reißverschluss ist. Vielleicht kleben. Ich glaube, ich stehe drauf, voll auf dem Fenster. Ja, brennst. Einfach weiter. Es war ein wunderschöner sonniger Abend. Doch gleichzeitig war es auch bitterkalt. Und je weiter die Sonne hinter dem Horizont verschwand, desto kälter wurde es. Schon kurze Zeit nachdem wir unsere Ausrüstung aufgebaut hatten, bildete sich Eis auf dem Tubus der Teleskope. Okay, also wir haben jetzt beide Teleskope aufgebaut, wie ihr sehen könnt. Bei mir gibt es mittlerweile einige Änderungen, die ich euch gerne noch erklären würde. Und zwar habe ich diese Hebel, die zum Lösen der Achsen an der HEQ 5 Pro angebracht sind, getauscht
gegen 3D gedruckte runde Hebel. Denn die Hebel, die original dran waren, die haben bei mir immer, wenn man die quasi geöffnet hat, sind die quasi von selber wieder zugegangen. Und das war halt ein Problem, wenn man das Teleskop balancieren musste. Deswegen habe ich hier so runde Hebel, die sind 3D gedruckt. Die hat mir übrigens der Marvin zukommen lassen. Also vielen, vielen Dank, Marvin, für die 3D gedruckten Drehknöpfe. Denn die sind echt klasse, die sind viel besser. Die gehen nicht mehr von selber auf bzw. zu. Dann die nächste Änderung. Ich habe das ESIR nun auf dem Teleskop platziert. Das habt ihr, glaube ich, schon im Mars-Video gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich es da erläutert habe, deswegen erzähle ich es euch jetzt nochmal. Und zwar liegt es daran, dass, wenn ich das da unten angebracht habe, die Kabel beim Schwenken des Teleskops oft im Weg waren. Und wenn das jetzt hier auf dem Teleskop ist, dann schwenken die Kabel quasi mit der Montierung bzw. mit dem Teleskop mit. Und das hilft mir ein bisschen. Deswegen, also die verhärten sich nicht mehr so einfach, die Kabel. Die bleiben nicht mehr so hängen. Wenn das Teleskop jetzt in eine andere Richtung schwenkt oder so, muss ich nicht aufpassen, dass die sich hier verklemmen. Und deswegen habe ich das da oben drauf montiert. Das geht auch vom Gewicht her ganz gut. Also die Gewichte da unten an der Gegengewichtsstange, die musste ich auch nicht weit verschieben oder so. Das ASIR ist ja relativ leicht, das wiegt ja nicht viel. Mein Mund friert gerade schon ein. Also momentan ist mir noch relativ warm, außer mein Gesicht, was halt nicht bedeckt werden kann, sonst seht ihr mich natürlich nicht mehr. Deswegen ist mein Kinn momentan ziemlich kalt. Ich versuche trotzdem einigermaßen deutlich zu reden. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und ja, die Sonne ist jetzt schon fast komplett untergegangen. Man sieht hier da hinten noch so ein bisschen das Abendrot. Da sind auch ein paar so Schleierwolken noch, aber ich fotografiere dann in die Richtung und da sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich kann das Teleskop jetzt auch gleich einnorden und dann kann es auch schon losgehen. Der Ort, an dem wir uns heute befinden, liegt mitten im Nationalpark Schwarzwald. Dies hat den Vorteil, dass die nächsten größeren Städte viele Kilometer weit entfernt sind. Außerdem befindet sich diese Stelle auf einer Höhe von 954 Metern über dem Meeresspiegel. Dies hat zumindest in der Theorie den Vorteil, dass wir ein schärferes und klareres Bild erhalten werden, da wir durch weniger Luftschichten hindurch fotografieren müssen. Und durch die weit entfernten Städte ist dieser Ort einer der dunkelsten im ganzen Schwarzwald. Und wenn man hier in einer wolkenfreien Nacht nach oben schaut, offenbart sich einem ein Sternenhimmel, wie man ihn in Deutschland nur noch selten zu Gesicht bekommt. Okay, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich habe mein Teleskop jetzt soweit ausgerichtet, eingenordet, fokussiert. Also wir können jetzt das Ziel direkt anfahren. Ich nehme mal kurz noch den Bildschirm von meinem Tablet auf, damit ihr das auch sehen könnt. Wie bereits erwähnt, werde ich heute den Embryonebel fotografieren, auch bekannt als NGC 1333. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Reflexionsnebel im Sternbild Perseus. Die Entfernung zur Erde beträgt etwa 1000 Lichtjahre und entdeckt wurde er von Eduard Schönfeld am 31. Dezember 1855. Die eigentliche Besonderheit dieses Nebels ist, dass es sich dabei um ein riesiges Sternenentstehungsgebiet mit teilweise sehr jungen Sternen handelt. Einige dieser Sterne sind weniger als 1 Million Jahre alt, was in kosmischen Verhältnissen extrem jung ist. Es befinden sich sogar mehrere Protosterne in diesem Nebel. Das sind Sterne, die sich gerade in der Entstehungsphase befinden. Hier seht ihr eine Aufnahme vom Spitzer Weltraumteleskop. Das Spitzer Weltraumteleskop ist ein Infrarotteleskop, was bedeutet, es kann durch die dicken Nebel hindurchsehen und all die jungen Sterne sichtbar machen, die sich im Nebel befinden. Wir fotografieren heute zwar nicht im Infrarotbereich und unser Teleskop befindet sich leider auch nicht im Weltall, aber vielleicht gelingt es uns trotzdem, ein paar der noch sehr jungen Sterne sichtbar zu machen. So, hier habe ich jetzt NGC 1333 oder NGC 1333. Wie ihr sehen könnt, steht er schon relativ hoch am Himmel und zwar irgendwo da hinten zwischen den Plejaden und dem Kalifornien-Nebel.
bisschen höher als die beiden, glaube ich. Und den werden wir jetzt direkt mal anfahren mit dem Teleskop. Go to. Hoffentlich klappt es gleich beim ersten Mal. Aber normalerweise schon. Also ich hatte beim Anfahren noch nie Probleme. Soweit ich weiß. Oh, hoffentlich ist der Baum nicht im Weg. Oh. Oh, hä? Wo fährt denn der hin? Wo fährt denn der hin? Stopp, stopp, stopp. Jo, da passt irgendwas nicht. So viel zu noch nie Probleme beim Anfahren. Okay, das heißt, warte mal. Go to home position machen wir jetzt, bevor ich irgendwas anderes mache. Wow, wo fährt denn der hin? Also das ist auf jeden Fall nicht die Home Position, würde ich mal behaupten. Aber kein Problem. So, also für mein Teleskop ist das hier jetzt die Home Position, komischerweise. Wahrscheinlich, weil beim Einordnen was schiefgelaufen ist. Da musste ich das Teleskop nochmal neu ausrichten. Da habe ich dann die Achse manuell gelöst und verschoben. Und das war wahrscheinlich jetzt das Problem, nehme ich mal an. Ich bringe die jetzt einfach manuell quasi nochmal in die Home Position. Und jetzt fahren wir nochmal neu das Ziel an. Go. Ja, das sieht schon viel besser aus. Das sieht doch schon viel besser aus. Jawohl, das sieht gut aus. Jetzt bekommen wir gleich ein Bild. Okay, das ist anscheinend das Bild. Man sieht da jetzt noch nicht so viel drauf. Deswegen mache ich jetzt mal das Auto-Guiding an und dann mache ich eine lange Belichtung. Hä, wieso? Da ist gar kein Stern im Bild, oder was? Okay, krass. Wenn man einen Off-Axis-Guider in Verbindung mit hohen Brennweiten benutzt, kann es vorkommen, dass die Guide-Kamera aufgrund des sehr kleinen Sichtfeldes keine Guide-Sterne findet. Wenn dies der Fall ist, muss die Kamera im Okularauszug so lange gedreht werden, bis ein Stern im Bild sichtbar wird. Okay, die Guide-Kamera hat keine Sterne, das heißt Kamera drehen. Oh Mann. Hätte es jetzt nicht einfach funktionieren können? Das ist der Nachteil beim Off-Axis-Guiding, dass man das Problem hat, Sterne zu finden, wenn man in einem Bereich fotografiert, wo es allgemein wenig Sterne gibt. Und wenn die Brennweite vom Teleskop relativ hoch ist, ich mache es jetzt einfach mal so ein kleines Stückchen, das waren jetzt vielleicht 10 Grad, die ich die Kamera verschoben habe. Ich hoffe, das reicht. Ah ja, da haben wir Sterne. Jetzt haben wir Sterne im Bild. Aber die sind halt außerhalb vom Fokus. Das heißt, ich muss jetzt neu fokussieren. Oh Mann. 2000 Jahre später. So, jetzt ist es fokussiert. Endlich. Das heißt, jetzt machen wir das Auto-Guiding an. Ich habe schon lange nicht mehr fotografiert. Es tut mir leid, wenn ich manchmal nicht weiß, wo ich hintippen muss, aber ich muss selbst ein bisschen überlegen. Vor allem gab es jetzt ein neues Update beim ASIR. Das Update 2.0, soweit ich weiß. Und es hat viele Änderungen mit sich gebracht. Ihr seht es auch schon, die Oberfläche sieht deutlich anders aus als vorher. Und wir haben einen Stern, Gott sei Dank. Wir haben einen Stern in der Guide-Kamera. Das heißt, wir können jetzt das Guiding starten. Jetzt müssen wir die Montierung kalibrieren. Via Calibration. Wie ihr seht, bewegt sich jetzt der Stern hin und her. Und so kann die Software bzw. das ASIR feststellen, quasi die Zahnräder, wie die ineinander greifen von der Montierung und ob die viel Spiel haben und wie sich das Spiel verhält zwischen den Zahnrädern, damit die Nachführung später noch genauer ist. Thank you.
Okay, also das Guiding läuft jetzt. Es läuft nicht so perfekt, wie ich es eigentlich gern hätte. Ihr seht schon, totaler Error, 1,46. Ich habe das schon deutlich besser hinbekommen. Aber ich lasse es jetzt einfach so. Ich mache da jetzt nicht ewig dran rum. Ich habe jetzt eine 3-Minuten-Belichtung gestartet und bin mal echt gespannt, wie das jetzt gleich rauskommt. Der Wind hat ein bisschen angezogen, aber wir sind hier einigermaßen im Schatten von den Bäumen, also es könnte trotzdem gehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Guiding nicht so gut ist. Aber das werden wir gleich sehen, wie das Bild ist. Wenn das Bild mit der 3-Minuten-Belichtung jetzt gut wird, dann werde ich 3 Minuten pro Bild belichten und einen Autorun starten. Und dann hoffentlich ein gutes Ergebnis erzielen. Bin ich echt mal gespannt. Also es ist momentan echt kalt. Es hat jetzt bestimmt schon minus 8 oder 9 Grad, wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mich so gut angezogen habe. Ich habe mir extra neue Schuhe gekauft, die wärmer sind als meine alten Schuhe. Und trotzdem kriege ich schon leicht kalte Füße. Also ich hoffe, dass meine Zehen am Ende dieser Nacht noch dran sind. Aber ich sag mal so, für ein gutes Bild vom Weltall verliert man gerne auch mal ein paar Zehen. Ich opfere meine Zehen extra für euch. Also wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da. So, noch 5 Sekunden, dann bekommen wir das Bild. Bin echt gespannt. So. Ah, da ist es. Wow. Sehr schön, sehr schön. Die Sterne sind aber nicht ganz gerade, oder? Oder sieht das nur so aus? Nee, die sind tatsächlich nicht ganz gerade. Glaube ich. Na, so ein bisschen eiförmig sind sie. Könnte aber auch sein, dass es daran liegt, dass ich hier gerade rumgelaufen bin. Ja, man sieht halt noch nicht so viel vom Nebel. Ich tue das Bild jetzt mal ein bisschen stretchen, ein bisschen strecken. Zoom. Vielleicht sieht man da ein bisschen mehr. Ja, auch nicht so viel mehr. Es ist halt auch ein sehr dunkles Objekt, muss man dazu sagen. Aber es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Es ist auf jeden Fall in der Mitte. Okay, so werde ich es fotografieren. Ich gehe aber, glaube ich, runter auf 120 Sekunden. Also 2 Minuten Belichtungen. Das ist zwar deutlich weniger, als ich eigentlich heute mal ausprobieren wollte. Ich wollte deutlich höher gehen, aber erstens ist der Wind ein bisschen kacke und das Guiding läuft auch nicht so gut. Deswegen machen wir halt wieder 2 Minuten Belichtung. Besser als nichts, würde ich mal behaupten. Während unsere Teleskope fleißig Belichtungszeit sammelten, versuchten wir uns ein wenig von der Kälte abzulenken. Und was eignete sich dazu in einer klaren Nacht besser, als gemeinsam über die Sterne zu philosophieren? Am Ende wurde es sogar so kalt, dass das Glas meines Weitwinkelobjektivs, das ich für meine Videos benutzte, einfror. Deshalb musste ich zu einem anderen Objektiv wechseln. Dennoch war es wieder eine wunderschöne und unvergessliche Nacht, in der ich viele schöne Aufnahmen erstellen konnte. Vom Embryonebel konnte ich exakt 5 Stunden und 36 Minuten Belichtungszeit sammeln. Für dunkle Objekte wie den Embryonebel wären 10 Stunden aufwärts tatsächlich von Vorteil. Aber auch mit 5,5 Stunden kann man schon tolle Details im Nebel erkennen. Aber seht selbst! Wie ihr sehen könnt, war mein Teleskop am Ende der Nacht komplett eingefroren.
Aber dennoch hat sich die Nacht gelohnt, wie ich finde, denn ich habe mein Ziel erreicht, die Sternenentstehungsgebiete im Nebel sichtbar zu machen. Natürlich ist aufgrund der mangelnden Belichtungszeit etwas viel Rauschen im Bild sichtbar. Doch das ist nichts, was man nicht im Nachhinein mit etwas mehr Belichtungszeit beheben kann. Zumindest sobald das Wetter es endlich wieder zulässt. Wenn ihr euch übrigens auch für die Astrofotografie interessiert und euch gerne mit anderen Astrofotografen und Hobbyastronomen austauschen möchtet, dann gibt es nun den perfekten Ort dafür. Im offiziellen Deep Cosmos Discord Server könnt ihr nicht nur eure Fragen zum Thema Astrofotografie stellen, sondern auch eure aktuelle Ausrüstung sowie Ergebnisse mit anderen Astronomen teilen. Und das alles übrigens völlig kostenlos. Einen Link zum Discord Server findet ihr unter dem Video. Zum Schluss wieder ein riesengroßes Dankeschön an meine Patreons und YouTube-Kanalmitglieder. Ihr seid es, die mich dazu ermutigen, auch bei dieser Eiseskälte noch rauszugehen und Astrofotografie zu betreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Astrovlogs mehr verpassen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal und viele klare Nächte wünscht euch euer Patrick.